Mensch, das hat man gar nicht aufgezeichnet. Wechselwinkel, Stufenwinkel braucht man unbedingt auch in der Technik. Also solche Winkel zu bestimmen, das muss man ganz schnell aus dem FF können. Fangen wir noch mal ganz schnell mit den einfachen Winkeln an. Nehmen wir mal an, Lambda und Delta sind zusammen 180 Grad. Logisch, ne? Kann man einsehen. Ach nee, sollte Rho sein, ne? Ist egal. Nee, nee, Delta. So, warum? Die ergänzen sich zu einer Geraden insgesamt dann. Und wenn der eine so und der andere so groß ist, dann müssen die insgesamt 180 Grad ergeben. Scheitelwinkel, das wäre Eta und μ. Eta ist irgendwie groß, 70 Grad, dann muss μ genauso groß sein. Das bloß nochmal zur Wiederholung. Das brauchen wir dann gleich. Das hat jetzt noch nichts mit den Stufenwinkeln zu tun. Noch nicht. Fang also auf zu den Stufenwinkeln. Stufenwinkel kann man sich vorstellen, als wenn man eine Stufe hochsteigt. Alpha ist gleich Beta. Ich habe die gelb markiert. Alpha, eine Stufe höher, ist Beta. Deswegen heißen die auch so. Oder Stufenwinkel sind Gamma und Delta. Gucken wir Gamma an. Eine Stufe höher ist Delta. Okay, manche sagen auch E-Winkel dazu, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wechselwinkel, auch Z-Winkel genannt. Hier wegen eines Z, was sich dann bildet. Auch nicht so wichtig. Ich sage lieber Wechselwinkel, weil sie nämlich wechseln. Gucken wir uns die Fälle an. Alpha soll Beta-Strich sein. Alpha und jetzt Beta-Strich. Die wechseln. Der Stufenwinkel zu Alpha wäre Beta, aber auf der Scheitelwinkel zu Beta ist Beta-Strich. Also weil der dann wechselt, sagt man Wechselwinkel dazu. Oder Delta ist genauso wie Gamma-Strich. Delta, gucken wir, Delta zu Gamma-Strich. Delta zu Gamma wäre wieder ein Stufenwinkel, aber da das ja ein Scheitelwinkel ist, okay. Jetzt nehmen wir ein Beispiel, Alpha sind 35 Grad und wir suchen Beta, Gamma und Delta Strich. Dann gucken wir, Alpha 35 Grad, Beta ist. Jetzt gucken wir, Alpha 35 Grad, wo ist Beta? Oh, na das ist doch schön. Das sind, also 35 Grad. Was sind das? Stufenwinkel. Die gehen eben unter der Stufe los, aber eine Stufe höher. Gamma. Wie groß ist Gamma? Jetzt sage ich, warte mal. Alpha. Hier sieht man es am schönsten, weil das so schön grün ist. Gamma Strich und Alpha bilden zusammen 180 Grad. Ne? Hier, 180 Grad insgesamt. Dann muss Gamma, wenn ich jetzt, na, ich mach's mal rot. Wenn ich jetzt sage, hier insgesamt sind auch 180 Grad. Dann sind das Ergänzungswinkel Alpha und Gamma. Also 180 Grad minus 35 Grad muss rauskommen, 145 Grad. Und so kann man sich stufenweise der ganzen Sache immer weiter annähern. Delta Strich, ach naja, wenn ich Gamma habe und dazu den Scheitelwinkel Gamma Strich, schon Gamma ausgemittelt und Gamma Strich automatisch. 145 Grad, dann muss das auch so sein. Das bloß mal ganz kurz als Erklärung dazu, das muss eigentlich genügen. Das kann man dann üben und da gibt es genug Aufgaben in Büchern und so weiter und bestimmt auch noch gute Videos im Netz. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Sogar ich habe es verstanden. Dann müsstet ihr es eigentlich auch verstehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Verstehen. Tschüss.